Seit gerade einmal einem Monat ist Rafa Benitez Trainer von Real Madrid. Beim Audi Cup in München tritt er erstmals auf deutschem Boden mit den Königlichen an. Reden muss er dabei allerdings über einen, der gar nicht dabei ist. Denn um das Verhältnis von CR7 zu seinem neuen Trainer soll es nicht um das Beste bestellt sein. Es gibt keine Probleme zwischen uns. Ich sagte zuvor, er ist ein kompletter Spieler. Das freut mich sehr. Aber diesen Morgen hatte er Probleme im unteren Rücken. Deshalb haben wir ihn zu Hause gelassen. Ronaldo gilt als großer Freund von Ex-Trainer Ancelotti, hatte sich öffentlich gegen dessen Entlassung ausgesprochen. Und seine Gefühle äußert der empfindsame Portugiese gern offen. So wie seine Unzufriedenheit über eine seiner Meinung nach zu lasche Trainingseinheit des neuen Trainers. Ronaldo ist ein toller Profi. Seine Mentalität ist absolut super. Er will immer gewinnen, jedes kleine Spiel, jede Situation. Es ist toll, mit ihm zu arbeiten. Leider ist er nicht hier. Aber in Sachen Professionalität ist seine Mentalität einfach herausragend. Eine andere Chance, als seinen Weltstar zu loben, hat Benitez sowieso nicht.